Ah, Mann. Wir am Rumwedeln ist da hinten, Mann. Sieht man es im Hintergrund? Star Wars Kid. In seinem Pyjama. Star Wars Kid. Am Weihnachts-, irgendwie an Heiligabend, hat ein Lichtschwert geschenkt bekommen, wedelt um den Baum rum. Das bist du. Alright. Das ist schon ziemlich cool. Ich werde mich jetzt hier gleich nochmal anders kleiden. Ich werde so einen richtig bosshaften Anzug jetzt anziehen. Bosshaften Anzug? Was ziehst du hier rein? Warte. Bam, in der Mitte durch. Das ist verflucht lecker. Heilige Sieht aus wie ein Aufschnitt. Nice. Sieht aus wie Ausverkauf an der Wursttheke. Oh, da wollte ich nicht einkaufen gehen. Oh, eure Wurst ist scheiße. Dippel. Hört auf damit. Krasse DP-Action. Ultra. Verpacken ihre Wurst wahrscheinlich in Wahldarm oder so. Eklig, Mann. Sieht wahrscheinlich ähnlich wie meine Klamotte gerade aus. Letztens habe ich irgendwas gesehen. Ich glaube, ich muss jemanden mit dieser Bank erschlagen. Oh yeah. Letztens habe ich irgendwas gesehen, irgend so eine Doku. Ja. Und zwar ging es um einen Typen, der hat am Strand einen Batzen Walkot gefunden. Oh. Hast du es auch gesehen? Und das ist ja scheiße viel wert. Es ist, glaube ich, Walkotze ist es doch, ne? Wo man ein paar Parfüm draus machen kann aus dem Scheiß. Genau, das ist die Basis. Wo so Basis ultra stinken muss. Ja, aber es ist irgendwie so, dass wenn man damit irgendwas mischt, dass dann der Geruch irgendwie verfliegt und der andere intensiviert wird. Okay. Trotzdem weird, dass irgendwie Walkotze, der hat gemeint, ja, die Walkotze war irgendwie 200.000 Pfund wert. Ja, übel, da hat er voll die Kohle damit gekriegt. Ziehst du ja rein, ich meine Kotze im Wert von 200.000 Pfund. Alter, wenn was sind das, 250.000 Euro? Wenn jemand meine Kotze kaufen würde, ich weiß nicht, ob ich es tun würde. Würdest du es tun? Ist schon weird. So hört sich aus wie so ein Kinderschänder. Oder irgendwie so wie der verbotene Lehrer. Kumpellehrer. Oh ja, jetzt, Mann. Nenne ich mich jetzt. Familienfreund. Kumpellehrer. Family friendly. Ja, so ein Familienfreund. Friend with benefits. Alles klar, jetzt holen wir erstmal diese Messer-Heinis. Die Messer-Heinis. Das klingt nach einem guten Plan. Ist das Messerwerfer oder machen die Messer oder verkaufen die Messer? Sind die aus Messern gemacht? Einer hat einen Messerarm und der andere hat ein Augenmesser. Augenmesser? Holy shit. Ist doch richtig mies, wenn du so in deinem Auge ein kleines Sprungmesser hast. Meinst du, dass du jemanden irgendwie mit dem Headbutt stechen kannst? Warte mal, wir müssen... Das ist auch ein glorreicher Abgang. Wir müssen... Dass ich die Scheiße hier nicht markieren kann, ich raff's nicht. Ja, müssen wir mal schauen, wie zur Hölle das funktioniert. Ja, mal schauen. Oh, warte, hier ist ein PP, den hole ich mir mal ganz schnell. It's a Pipi. It's a Pipi. Bums. Bagger. Nice. Ja, der Schläger ist schon geil. Special. Was kann ich denn hier? Remote Mine. Verarsche mich, natürlich will ich die haben. Echt? Sowas gibt es hier? Fucking Remote Mines. Irgendwo im Busch gefunden. Wie zur Hölle geht die hoch? Geht die überhaupt hoch? Warte mal, die laufen drauf. Lauft ihr drauf? Seid ihr dumm? Beiß mal rein. Die funktioniert da gar nicht. Was ist das für ein Scheißding? Okay, der Pornshop ist irgendwo da unten. Aber wir gehen jetzt nach oben. Lauf mal nach oben, bitte. Oh, okay. Nach oben? Nach oben, ja. Ja, ich laufe dir hinterher. Einfach mir nach, genau. Ja, ja. Einfach mir nach. Gut, Moment, ich muss ganz schnell hier nochmal einen Blick auf die Karte werfen. Gut, wir sind hier, dann hier ins Casino rein. Alles klar. Okay, ich schlängel mich mal hier. Was zur Hölle habe ich auf der Hand? Irgendwie ein Teil von... Einfach mir folgen. Oh, fucking Remote Mine. Jetzt verstehe ich's. Du kannst sie dann irgendwie so nachhinein sprengen, ja, oder was? Ja, Mann. Holy shit. Aber von Weitem kannst du einem entgegenrennen, ins Gesicht stecken und dann im Prinzip in einem Pulk hochjagen. Das ist halt auch geil. Hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich aufgehoben. Shit, der hat eine Knarre. Der hat eine verdammte Knarre. Oh, okay, den nehme ich mit. Alles klar, ich bin Albanes. Hier. Sieht aus wie ein Albanes. What? Ich warte nur noch auf dich. Komme. Versuch's. Obwohl, warte mal, kann man hier nicht irgendwas Geiles bauen? Hier war auch, glaube ich, was richtig Geiles. Moment. Die Metallbarrikade hier und die Zombies mich in Ruhe lassen, komm ich. Irgendwo hier war so eine Zementsäge. Yucatan. Yucatan. Stolze Tradition. Ach, hier bist du. Warte, ich nehme hier mal so eine Ladung Teller mit. Das ist eine gute Idee. Jetzt Leute mitbewerfen. Ja, Moment. Warte ab. Alles klar, ich hab die Teller. Pass auf meinen Hut auf. Okay. Jetzt brauche ich hier noch schweres Gerät. Und damit kann ich dienen. Und dann wird's richtig geil. Moment, hier drüben. Schweres Gerät hier drüben. Oh, das wird nice. Oh, ich frag, das ist ein extrem schweres Gerät, so wie du es da reinträgst. Das wird richtig nice. Oh, ich freue mich schon. Und? Nein. Kombinieren. Das geht doch mit den Tellern. Oh.
Shit. Das ist, yes, dass du so eine Tellergun hast. So eine richtig derbe Tellergun. Ach du heilige Scheiße. Whee. Das Essen wird serviert. Ich glaube, ich sollte mir einen neuen Basie machen. Was ist das denn für eine Disc hier? Alles klar, hier so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen Kartoffelbrei und Würstchen drauf tackern. Und dann nenne ich das Ganze Fast Food. Siehst hier rein, wie weit das Ding hier geht. Zack, 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 zack. Ah, ich liebe dieses Spiel. Was für eine Ey, siehst du es? Siehst du es? Nee, ich sehe es gerade nicht. Oh, fuck, warte, ich habe die Tür zugemacht. Moment, Moment. Ah, wir müssen uns eigentlich beeilen. So viele Spielereien und man hat irgendwie keine Zeit. Ja, das ist das Problem an dem Spiel. Es gibt viel zu viele. Alter, ich mähe hier voll durch die Reihen. Zack. Guck mal, warte, warte. Hier vorne sind ja richtig viele, ne? Ja, auch rein. Pass auf. Bam. Oh, shit, son. Ey, das geht voll durch. Voll die Schneise der Verwüstung, Mann. Wie ein heißes Messer durch einen Riegel Butter. Und sie nannten ihn Gassenhauer. Oh, shit. Du hast mich erwischt. Ich habe zu hart getellert. Moment. Ich hole dich gleich. Ich säuber nur hier ein bisschen das Gebiet. Du hast mich ultra getellert, Mann. Keine Sorge, du hältst durch. Der gute Nachtisch. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich bade hier in dem Blut. So, nimm mal hier so ein Steak. Warte, warte. Ah, Moment. Muss erst hier ein bisschen den Weg freiräumen. Bisschen guter OJ oder so ein Steak. Reanimieren zu können. Ja, jetzt nimm doch hier. Ich würde... Nimm! Nimm es in den Mund. Okay. Dankeschön. Peter. Ja, ich versuch's ja schon. Es ist salzig. Ich weiß. Aber es wird hier gut tun. Es wird dich heilen. Irgendwann. Vielleicht. Boah, die Teller sind so derbe geil. Keine Geldrückgabe. Wie viel hast du davon? Also noch habe ich 12. 10. Okay. Noch ein bisschen geht. Ich bin Level up geworden. Level 9, Bitches. Oh, fuck. Ich bin auch Level 8 gerade. Okay, ist fertig. Moment, ich nehme hier noch mein Laserschwert mit. Und dann retten wir... Team Messer. Team Messer? Die hängen hier irgendwo rum, oder wie? Nee, die sind im Gebäude drin, aber ich will mir noch mein Laserschwert holen. Das soll Hast du ein Bowie Knife? Nope. Ich hab einen Bass dabei. Das ist ein Bass. Ich will nichts Falsches sagen. Ja, ihr habt das ein Bass. Mit einem Bowie Knife könnten wir uns ganz schnell hier diese Wolverine Klauen machen. Okay, nope, leider nicht, aber es ist lang auf dem Weg ewig viele rum. Was sie natürlich so awesome sind. Na ja, komm, wir gehen. Fucking Lichtschwert, Mann. Ist einfach nur geil, oder? Das hat schon Stil. Ich meine, der Polunder, okay. Da müssen wir nochmal drüber reden, glaube ich, aber... Das ist ein Cardigan, ja? Das ist ein Cardigan, das sehe ich von hinten nicht. Wobei, ja, okay, Polunder hat ja keine Ärmel. Ja, du hast recht, okay, voll erwischt. So, rein hier. Man bemerkt, dass ich meistens Shirts und Kapuzenpullis trage, glaube ich. Ich dachte, du trägst immer so Kartoffelsäcke. Ja, wenn ich auf die Straße gehe. Aber zu Hause mache ich es mir bequem. Ach so. Echtes Lammfell vor meinem Kamin. Das hat nicht gereicht. Grizzly. Hat nicht gereicht für einen Bären, Mann. Gut, Moment, jetzt sind wir hier im Casino drin. Ich muss nochmal hier ein bisschen abchecken. Wir sind hier rechts halten und dann nach oben gehen. Okay, okay. Und in der nächsten Aufnahme muss ich unbedingt schauen, wie man das ein bisschen schneller wählt, weil das fuckt brutal ab. Ja, es ist schon ein bisschen furchtbar, aber gut, mein Gott. Wir kommen damit klar. Erstmal. Also, wir müssen hier durch. Oh, fuck. Der lässt mich nicht durch, Mann. Was ist denn los mit dir? Das ist ein Rollstuhl, Mann. Du brauchst einen Rollstuhl. Ja, aber ich brauche auch noch einen Rasenmäher. Das macht Sinn. Das ist doch die ultimative Killermaschine. Das ist die absolute Killermaschine. Das kann ich mir gut vorstellen. Was soll das denn? So ein scheiß Mixer auf Rädern. Das hat schon Stil. Das sollte jeder mal machen. Mit einem verdammten Rasenmäher durch eine Zombie-Horde laufen. Richtig geil. Auf Braindead-Tribut zollen. So wie es sein muss. Hast du Dead Snow gesehen? Natürlich habe ich Dead Snow gesehen. Das waren richtig fiese Zombies. Ich glaube, das waren die fiesesten Zombies, die ich je erlebt habe. Nazi-Zombies. Der Film war extrem cool. Ich muss gar nicht sagen, ich habe nicht wirklich viel erwartet. Und als sie es dann auf den Plumpsklo getrieben haben, habe ich noch weniger erwartet. Und dann kamen die Nazis. Und es war wunderbar. Ich muss mir unbedingt noch diese Zombie-Bieber-Scheiße reinziehen. Zombie-Bieber? Zombie-Bieber. Du solltest ja auch mal Surf Nazis Must Die anschauen. Habe ich schon gesehen. Habe ich schon gesehen. Ich bin der König des Trashs. Ich merke schon. Wir verstehen uns da. Gute Filme. Was ist denn hier los? Supplies. Supplies, motherfucker. Ey, sag mal, wo ist Kenneth? Some fries, motherfucker. Kenneth. Oh, hier drüben, warte. Tommy Hawk. Ey, der will mich sprayen. Der will dich sprayen. Und jetzt will mich jemand anzünden. Ach du heilige Scheiße.
Motors. Lass dich mal nicht anzünden. Ey, was ist das hier? Wer wirft denn mit Molotow? Die Freaks, ich weiß unten, es nicht. Moment, hier unten, hier unten. Hier unten ist Kenneth. Kenneth und Jack. Jack Kenneth. Ah, hier. Fucker. Alles klar, ich rette den Opa. Oh shit, aber reingehen. Fettes Bass-Solo hinlegen. Boah, das Laserschwert ist zu mächtig. Das ist... What the fuck? Warum? Warum ist er Zero? Rette sie. Ja, yeah. Warum ist er Zero? Ich will einen Zero-Helm haben. Nimm dich immer so ein Katana mit, wenn es eins gibt. Oh ja, auf jeden Fall nehme ich mir ein Katana mit. Wow. Alter, ich bin bald. Bowie Knife. Ich habe im Kampf meine Haare verloren. Du hast im Kampf deine Haare verloren? Anderer Grauen, ich werde bald. Das ist der schlimmste Verlust von allen. Hör auf, hey, zu Kenneth schreien, ich höre dich. Am Ende. Wir müssen Kenneth irgendwie erstmal unter Kontrolle kriegen. Okay, ich rede mal ganz kurz mit Jack hier. Okay, Jack haben wir und Kenneth. Klar. Was mit Kenneth? Haben wir auch, sehr gut. Wir sollten ihn heilen, Moment. Steak für Kenneth. Jetzt mit seiner Energie aus. Gib mir mal hier. Nimm mal das da wenigstens. Oder was auch immer. Verteidige dich mit. Haben wir eine Knarre irgendwo? Haben wir irgendwo eine Knarre hier? Er soll sich mit seinem Bauch verteidigen. Kann ich ihm einen Bogen geben? Ja, nimm. Ja, das kannst du theoretisch auch Pfeil machen. Und Bogen? Stimmt, gib mir mal Pfeil und Bogen, Mann. Boah, krass, er hat einen Megaman-Helm. Ja, übel. Deswegen sag ich ja, warum ist er Zero? Das verwirrt mich die ganze Zeit schon. Ja, damals hatte der Typ, also im zweiten Teil hatte der. Oh, geht es nicht. Einen Ritterhelm. Und wenn du ihn später im Poker besiegt hast, dann hast du seinen Ritterhelm bekommen. Ah, okay. Es gab ein Ritterset im Ghost and Goblin-Style, weißt du? Ah, ja, Arthur. Sehr da hattest du eine komplett coole Rüstung. Also da war deine Lebensenergie nochmal abgesichert durch eine Rüstung. Richtig geiler Scheiß. Das ist cool, okay. Ich glaube, ich nehme hier noch eine Machete mit. Okay, ich bin jetzt irgendwie Dr. Xavier. Du bist Dr. Xavier? Wieso hast du einen Rasenmäher gefunden? Und zack, Xavier-Style. Die Machete ist voll geil. Die habe ich nicht so geil in Erinnerung. Boah, jetzt bin ich ein mieser Punker. Man bedenkt, dass man verdammt nochmal einfach nur Bäume damit schneiden sollte. Ich weiß nicht, Pfeil und Bogen mitnehmen oder nicht? Keine Ahnung, aber die Haare passen gut. Die Haare passen super, oh, ne? Oh, wir sind Haarbrüder, Mann. Yeah, Haarbrus. Bro! It's crazy, man! Ich brauche noch was zu trinken, fällt mir gerade auf. Meine Energie ist fucking low. Mal gucken, gibt's hier noch irgendwas? Okay, wir haben keine Mission, wir müssen die Story weiterspielen, das ist schon wieder gelb. Okay, dann sollten wir uns mal beeilen. Ich sollte, ach, hier gibt's noch was zu mampfen. Awesome. Warte, ich nehme hier drüben noch eine Machete mit. Man weiß ja nie, Macheten, weißt du? Macheten sind sehr gut, Mann. Das ist mir gerade aufgefallen. Macheten sind Machete. Machete. Manchetti. Alles klar, wir sollen... Ich könnte auch versuchen, ihn mit dem Manchetti-Knopf zu erschlagen. Keine Ahnung, hier drüben hin. Da lang. Na, lass mal da lang gehen. That's the way. Aha, aha. Lass mir ein bisschen das Gerippe raustrennen. Fucker. Immerhin hast du keinen Pfeil im Rückgrat stecken. Muss auch mal so sehen. Oh, wichtiger Anruf. Oh, what? Oh, shit, son. Ich brauche dieses Teil auch. Oh, super, oder? Das ist eine blöde Frage. Natürlich dran. Ja. Schlong Bros. Schlong Bros for life. Das braucht schon eine ganz besondere Art von Dummheit. Meine Ritze hat ein bisschen Blut. Moment, ganz kurz. Die Sonnenbrille sieht gut aus. Und ich nehme den Donut. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen, wenn du Blut in der Ritze hast. Nicht wirklich. Du solltest irgendwie dein Chili nicht so gut, nicht so heftig schärfen, glaube ich. Chipotle AD? Ja, schon. Kennst du es noch? Ja, natürlich. Chipotle Chili, Mann. Das ist ein Blutdurchfall. Ich weiß ja nicht, ob es mir das wirklich wert wäre. Oh, shit, son. Wow. Die wollen mich naschen. Immer die Dicken, die zubeißen. Komm schon. Wo sollen wir hin? American oder was? Ich bewundere meine Arschritze. Ja, American ist eine Nebenmission, glaube ich, eher. Ja, ist eine Nebenmission, aber hier sind wir beim Tänzerin. Plantec. Seid ihr alle hier? Ja. Ab dafür. Alles klar, schnell hier durchziehen. Du weißt, wir haben wenig Zeit. Ja, so sieht es nämlich aus. Das ist Neptun, Mann. Der hat keine Nippel. Nippeltune? Nippeltune. Ist er nicht. Eindeutig nicht. Warte, hier kannst du dir einen fucking Schwertfisch holen. Ein Schwertfisch? Du hattest mich ja schon bei Schwert, aber als du da noch Fisch rangehangen hast,
ist ein. Also warte, den will ich unbedingt haben, den will ich unbedingt haben. Der ist richtig mies. Kaffeecreme. Nackter Mann mit einer derben Ritze und einem Fisch in der Hand. Alter, wie geil ist das eigentlich? Ich meine, ich habe einen Lego-Kopf auf. Warte, du kannst ihn auch ziemlich geil werfen. Okay. Moment. Zieh's hier rein, schau mal hier. Wie ich da stehe, die Heldenpose, oder? Mach ein Foto. Ich habe keine Kamera. Bah! Oh, shit, son. Der Fisch ist geil. Ah, der Fisch ist irgendwie ziemlich nobel. Da kommt deine Ritze richtig gut zur Geltung mit dem Fisch, Mann. Ich habe gerade Jack getroffen. Wenn er wirklich Zero ist. Alles klar, komm, Beeilung. Wir dürfen nicht so viel rumtrödeln. Ja, ab dafür. Wenn er wirklich Zero ist, dann hat es ihn gerade nicht wirklich interessiert. So ein Pfeil, so ein billiger aus Holz. Was zur Hölle? Bisschen Roboter, raff dich. Hier drüben gibt's noch Fisch, aber nur zum Essen. Arr! Ich bin, by the way, jetzt unter die Piraten gegangen. Go, komm! Go, ich bin da. So. Du drödelst immer viel zu viel. Wie nah muss ich denn da dran sein? Ritze an Ritze. Ritze an Ritze. Ich dachte, ich habe ein bisschen mehr Platz, aber okay. Säckchen an Säckchen. Lass mal ein Tandem machen. Hoden Brothers. Ich habe echt überlegt, weißt du, ich bin ja eigentlich gegen Schönheits-OPs, aber so die Falten aus dem Sack machen? Ja, ne? Das hat schon irgendwie was. Hoden an Hoden. Ein Achtei-Antrieb. Ein Achtei-Antrieb? Das gefällt mir irgendwie. Weil wir haben ja noch zwei dabei, weißt du? Oh ja, kein Scheiß. Wir sind ja acht Hoden. Wir sind gut ausgestattet, was das angeht, auf jeden Fall. Boah, was ist das hier? Holy fuck, das ist so ein fucking Heckenschere. So eine Heckenschere. Okay, das Ding ist neu. Das gab's, glaube ich, im zweiten nicht. Ich habe übrigens eine fucking Schatztruhe mit einem Pinguin drauf. Mit einem Pinguin. Boah, ich kann's anmachen. Mit dem Papagei. Boah, ziehst hier rein. Hier, Mr. Heckler. Ja, Mann. Bam, 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 bam. Die rote Suppe. Ich fällt gerade auf, ich hab gar nichts in der Hand. Boah, Street-Punk-mäßig. Boah, ich habe meinen Schopf jetzt rot gefärbt. Nice. Okay, awesome. Aber wir müssen uns beeilen, wir spielen zu viel. Dann lass mal die Richtung gehen. Wir haben gehen. Zu wir viel sind Spaß. Zombies. Wir dürfen nicht so viel Spaß haben. Wir haben tödlich viel Spaß. Damn, Jack. Komm schon, Jack. War jetzt Jack dabei? Du hast gedrückt. Jack war dabei, oder? Ich hoffe. Nee, ich glaube, der war noch rot. Oh nein, war das gerade noch rot? Verdammte Scheiße. Wer es gerade weg war, dachte ich. Es könnte sein, dass er noch rot war. Oh, Jack, mach keinen Scheiß. Oh Mann, wir haben Jack zurückgelassen. Haben wir? Ich weiß es nicht, aber ich glaube schon. Vielleicht haben wir Glück. Erstmal Großaufnahme auf meinen Sack. Das Ding macht die Cutscenes halt auch noch ein kleines bisschen absurder, als sie eh schon sind. Oh Gott! Will doch keiner hingucken. Looks like you're zombie chow now. Tja, die will man in die Ritze. Ich kann's ja nicht verübeln. Sieht schon einladend aus. Frank West. Oh, I know you. You used to be a kind of a hero of mine. Before you got washed up. You homesick for zombies? What are you doing here? Hey, I came to help with your story. I think cure's being set up. My exclusive tape says otherwise, and I don't exactly need your help. It doesn't have to be a contest, lady. I help you, you help me. Simple. Where'd you get that tape from, darling? Reporters don't reveal their sources, Frank. Not real ones, anyway. I wouldn't underestimate Frank West, sweetheart. I got some pictures you might be interested in. Okay, let's see what you got. Not so fast. You gotta throw the old dog a bone before he does any tricks. Okay, maybe I'll let you tag along for a while. That's more like it. I can't tell you my source, but there is a central security room. There'll be footage of everything that happened there. I can show you where it is. Well, you show me yours, I show you mine. Where's your crew? They ran off with all the equipment. I guess they just didn't want it bad enough.
Na, ich hab schöne Bäckchen, oder? Sie wollte mir nicht die Hand geben. Oh Gott, mit dem Outfit würde ich dir auch nicht die Hand geben. Ich hab mich so versucht zurückzuhalten. Oh, Shitson.